Shalom und herzlich willkommen zurück zu Deponia Doomsday. Ich habe euch die letzte Folge ein bisschen hängen lassen. Wir machen einfach mal weiter, da weiter, wo wir aufgehört haben. Oh yeah. Du hast zu haarige Beine. Schockschwere Not. Du hast recht. Gut, dass ich meinen Rasierer noch nicht weggeworfen habe. Aua! Ah. Verflucht tut das weh. Gut so, halte durch. Aua, verdammt, ich sterbe. Ich leide mit dir, Kumpel. Was? Oh, dabei meine ich doch. Das zieht aber. Heulsuse. Fällt dir noch was auf? Deine Beine sind immer noch zu behaart. Ich mach ja schon. Es ist nur so verdammt mühselig. Ich bräuchte irgendwas Besseres. Hätte ich doch nur meinen Haarwurzellaser nicht weggeworfen. Lotto hat sich die Haarwurzeln gelasert? Er hat Radsport betrieben, okay? Deine Stimme ist zu maskulin. Wessen Stimme ist zu maskulin? Sagte ich maskulin? Walkürenhaft, das wollte ich sagen. Besser. Alright. Was du brauchst, ist ein komplettes Makeover. Wir könnten shoppen gehen. Du probierst zu fetziger Musik verschiedene Kleider an und ich stehe vor der Umkleidekabine und mache vielsagende Gesichtsausdrücke. So. Oder so. Oder so. Zum Schluss geht's dann in einen Beauty-Salon und... Stopp! Es tut mir sehr leid, dass ich deinen Enthusiasmus bremsen muss. Aber nur weil ich jetzt eine Lady bin, heißt das noch lange nicht, dass ich mich gleich in die nächsten Rollenklischees eingliedern will. Eine Verwandlung ist mehr als genug für einen Tag. Och, Menno. Okay. Ich finde dich gut, so wie du bist. Du Charmeur! Kannst du mir deinen Rasierer ausborgen? Nicht, solange ich noch rumlaufe wie eine russländische Holzfällerin. Wobei ich mit einer Kettensäge wahrscheinlich besser vorankäme als mit diesem stumpfen Mistding. Kettensäge klingt immer sehr gut. Wer hat dir das nur angetan? Wieso angetan? Ich fühle mich regelrecht befreit. Als wäre ich jahrelang in einem riesigen Kokon gefangen gewesen, um nun endlich wiedergeboren zu werden als wunderschöner... Walfisch. Schmetterling, meine ich doch. Lass dich nochmal angucken. Vielleicht fällt mir doch noch etwas ein, was du verbessern könntest. Sei bitte ganz ehrlich. Okay, scheinbar muss ich jetzt sowas wie eine Art Rasierer oder eine Kettensäge besorgen. Ich finde dich gut, so wie du bist. Wobei natürlich die Kettensäge weitaus interessanter ist. Na dann, hau rein, Alter. Ich meine natürlich, küss die Hand, ne Frau. Tüdelü. Sprengplan. Das kommt mir irgendwie so beunruhigend bekannt vor. Lonzos Kneipe. Oh yeah. Okay. Bevor wir irgendwie anquatschen, nehmen wir uns auch mal einen Strohhalm. Rückblickend betrachtet hätte man das mit Lotto auch vorher geahnt haben können. Ja, stimmt. Also. Wer wirft denn einen Laden neuen, voll funktionstüchtigen Bart weg? Der ist doch noch gut. Der ist doch noch sehr gut. Die Haut ist zwar ein klein bisschen... Wer wirft denn einen... Der ist doch noch... Eklig, aber... Wer hätte das gedacht? Lotte und ich haben dieselbe Körbchenhose. Das Zeug ist nur für die Optik. Das Letzte, was ich an meiner Mongolfiere brauche, ist Ballast. Ja. Nörre. Das Einzige, was es auf diesem Planeten zu trinken gibt. Denen fällt auch nichts Neues ein. Das lasse ich lieber hier. Ich kann mir bei aller Liebe keine Situation vorstellen, in der man so einen Quatsch gebrauchen könnte. Och, nicht? Ich schon. Ach, das kann man auch mitnehmen. Das ist weder halb voll noch halb leer. Es ist komplett leer. Wo bleibt der Nachschub? Wer lässt mir hier die Luft aus? Okay. Oh, ein Stromumkehrer.
Ein Dart-Champion wie ich kann auch mit schlecht austarierten Billigpfeilen werfen. Aber treffen, das ist eine andere Sache. Okay. Ich habe das Gefühl, der Dartpfeil könnte sich hervorragend eignen für ein Blasrohr. Manchmal frage ich mich, ob es wirklich eine gute Idee ist, sie nach Elysium mitzunehmen. Ihre Manieren sind ja wirklich nicht die besten. Toni, mein Schnuckiputzi. Huhu, Schnutzelbärchi. Was hatten wir zum Thema Schnutzelbärchi gesagt? Dass sie eine cholerische Pestnatter ist, dafür aber einen knackigen Hintern hat. Ich wollte zwar darauf hinaus, dass du mir keine Kosenamen geben sollst, aber trotzdem, gute Antwort. Okay. So, Hast du eine Ahnung, was mit Lotto passiert ist? Nun, er hat sich ein wenig verhoben. Ich sag ja, sowas kann böse enden. Aber du verlangst trotzdem immer wieder, dass ich den Müll rausbringe. Ich meinte das bildlich. Moment, du warst das? Warum? Er hat ein paar hässliche Dinge gesagt. Hässliches Entlein hässlich oder deine Mutter hässlich? Vielleicht hat es doch den Falschen getroffen. Der Ballon ist startklar. Du hast es wirklich hinbekommen? Natürlich. Wieso fragst du so dämlich? Es ist nichts explodiert? Noch nicht. Oder verbrannt? Ein Stück. Oder in die Brüche gegangen? Naja. No. Zwei von drei. Deutlich besser als erwartet. Wegen deiner Kristallgläser. Ach ja, die muss ich ja auch noch einpacken. Hast du die Knickerfolie besorgt? Ja, Knickerfolie. Aber? Wie soll ich es am besten sagen? Können wir die Gläser nicht einfach hier lassen? Wollen wir diese Diskussion wirklich noch einmal führen? Ich gebe hier viel auf. Und alles für die verschwindend kleine Chance, dass du uns entgegen aller Wahrscheinlichkeit nach Elysium bringst. Die einzige Bedingung... Ich will die Gläser meiner Großmutter mitnehmen. Ich sag ja nur, es ist ein langer Weg. Nicht, dass ihnen was passiert. Du sagtest, es sei sicher. Ist es ja auch. Aber ein kleines Restrisiko lässt sich eben nicht ausschließen. Und auf Stimmt. Elysium haben sie sicher auch ganz hervorragende Großmuttergläser. Ich komme entweder mit den Gläsern oder gar nicht. Um die Gläser kann ich mich doch kümmern. Oh, Rufus. Das hatten wir doch schon. Das ist eine Aufgabe, die... deinen Fähigkeiten einfach nicht entspricht. Wie meinst du das? Na ja, du wirst sie kaputt machen. Das ist doch Unsinn. Und selbst wenn, würde ich einen Weg finden, das wieder ungeschehen zu machen. Du willst immer das Unmögliche, aber deine Finger an meinen Gläsern, da ist die Grenze. Verstanden? Sind wir ehrlich, oder... Ja, wir sind ehrlich. Ich habe ganz vergessen, dass ich noch Platz für die Gläser schaffen wollte. Setz dich doch ruhig so lange wieder hin, okay? Aber beeil dich. Na genau, mach dir eine neue Kippe. Lonzo. Ach, der alte Lonzerich. Ich werde ihn vermissen. Ob ich auf Elysium auch alles anschreiben lassen kann? Hey, Rufus. Hey, Lonzo. Dasselbe wie immer? Ganz im Gegenteil. Ich will etwas Neues. Etwas anderes. Etwas Aufregendes. Da hast du Pech. Ich habe nur dasselbe wie immer. Plörre. Warum fragst du mich dann überhaupt? Na, für gewöhnlich wollen die Leute eh nur, was sie bereits kennen. Ha, gewöhnliche Leute wollen gewöhnliche Dinge. Und da mache ich nicht mit. Mache ich nicht mit. Nicht mit mir. Hört ihr? Nicht mit mir. Okay. Hey, Rufus. Hey, Lonzo. Was gibt's Neues? Nichts. Dafür aber umso mehr vom Alten. Oh, danke. Bitte keine Umstände. Alright, ich wollte nochmal mit Toni quatschen. Du wirst nicht glauben, was heute schon alles los war. Oh nein, was hast du jetzt wieder angestellt? Nichts. Wieso? Keine Brände oder Explosionen? Nein. Gibt es Verwundete oder Brandopfer? Tiere zählen auch dazu. Nichts von alledem. Tja, dann hast du recht. Ich glaub's dir nicht. Ich muss dir unbedingt von meinem Traum erzählen. Hat das nicht Zeit, bis wir verschwunden sind? Tja, vielleicht, ja. Jedenfalls war das sowas von abgefahren. Abgefahren, wir haben uns getrennt. Ich fürchte, das ist nicht die beste Überleitung. Der Ort.
Organon wollte der Ponia sprengen. Aber den habe ich gezeigt, wo der Wombat die Locken hat. Vielleicht ist das ein Ausdruck von unterdrücktem Selbsthass. Ich meine ja nur, weil du auch immer alles in die Luft springst. Selbsthass? Ich? Mich? Blödsinn. Ich bin super. Wobei es schon verwunderlich ist, dass in meinem Traum alle Organons Klone von mir waren. Keine weiteren Fragen. Das könnte einem zu denken geben. Ich hatte es fast bis nach Elysium geschafft. Aber dann ist dir deine Menschenliebe dazwischen gekommen. Das erzählst du immer, wenn deine Pläne scheitern. Ist doch so. Aber diesmal war es wirklich so. Du meinst in deinem Traum. Ach ja, sorry. Es war nur alles so realistisch. Wenn du dir das nächste Mal unsicher bist, sobald einer deiner Pläne realistisch wirkt, ist es hochwahrscheinlich ein Traum. Hey, dann erzählst du doch. Wir hatten uns getrennt. Ja. Davon träume ich auch öfter. Endlich mal eine Woche ohne Brände in der Küche. Naja, also so war es ja nicht. Irgendwie habe ich ja trotzdem noch bei dir gewohnt. Ah, ein Albtraum also. Ich habe eine Elysianerin kennengelernt. Eine echte Orbit-Elfe. Ist das eine Art Retourkutsche, weil ich immer von Cowboy Dodo träume? Du träumst von Cowboy Dodo? Jede Frau träumt von Cowboy Dodo. Ja, hast recht. Also, in meinem Traum kann man, glaube ich, auch vor. Muss ich mir etwa Sorgen machen? Ja, das war nicht diese Art von Traum. Ganz im Gegenteil. Es war ein ihm gehörig den Arschversohl-Traum. Hä? Immer noch nicht die Art von Traum, die du denkst, Toni. Immer noch nicht. Ende habe ich mein Leben für die Rettung Deponias geopfert. Haha, ausgerechnet du. Warum nicht? Muss ich dich daran erinnern, wie ich mein Lymphsystem der medizinischen Forschung gespendet habe? Das zählt nicht. Sie wollten es nur haben, um zu verstehen, wie du den Spaghetti da reinbekommen hast. Außerdem hast du es nicht aus Menschenliebe getan, sondern für ein Abo der Chirurgenwoche. Mich interessieren nur die Artikel, ehrlich. Schließlich war ich alt. Überall war alles voller Schnee. Ich dachte, du hast dich geopfert. Ja, stimmt. Haut irgendwie nicht hin. Also, ich muss überlebt haben. Aber zu welchem Preis? Alles war so hoffnungslos kaputt und dreckig und im Eimer, dass ich schließlich Deponia in die Luft gesprengt habe. Das muss der mit Abstand krasseste und längste Albtraum der Welt gewesen sein. Ich weiß nicht. Unsere Beziehung hält ja jetzt auch schon wieder recht lange. Du hast meine Träume noch nie verstanden. Man muss zwischen den Zeilen lesen, je mehr definitiv. Du erzählst, umso stolzer bin ich drauf. Beinahe verplaudert. Lass uns los. Ja, warum nicht? Was denn? Gar kein zynischer Kommentar? Keine Zweifel? Kein Schlangengift? Heute nicht. Dieses Kaff steht mir bis hier oben. Ich kann's kaum erwarten, endlich hier wegzukommen. Deal. Na komm schon, Kleiner. Ich muss noch meine Kristallgläser einpacken und Papst Tschö sagen. Ach, Gläser. Was? Naja, Gläser. Nur mal so aus reiner Neugier. Die Gläser sind kaputt gegangen. Ich weiß, dass du nur einen Witz machst. Weil dir ja bewusst sein dürfte, dass unsere Beziehung an diesen Gläsern hängt. Sowie deine Fähigkeit, ohne Schnabeltasse zu trinken. Stimmt, reingefallen. Es sollte nur ein Witz sein. Ein lustiger. Nicht lustig. Nicht lustiger Scherz, genau. Ich hab vergessen, dass ich noch Platz für die Gläser schaffen wollte. Setz dich doch ruhig so lange wieder hin, okay? Aber beeil dich. Vor allem, wenn sie die Kippen gedreht hat und sie ja quasi fertig sind. Wo steckt sie sie hin, dass sie sich, wenn sie sich hinsetzt, eine neue drehen muss? Was macht sie damit? Sie raucht sie doch gar nicht. In meinem Traum hatte ich andauernd mit diesen Dingern zu tun. Aber da musste ich meinen ersten selbst zusammenbauen. Ich weiche offenbar schon ab vom Skript des Schicksals. Jetzt wäre so ein Dö-dö-dö gut gewesen. Nein. Hey, Finger weg! Das sind die Gewinne für den Dart-Wettbewerb. Ein Dart-Wettbewerb? Oh, Junge, da muss ich mitmachen. Sei bitte vorsichtig. Bei deinem letzten Dart-Spiel habe ich 2 gute Kunden verloren.
Okay, dann spielen wir eine Runde. Und oh yeah! Volltreffer! Damit hast du den Dart-Wettbewerb gewonnen. Hier, nimm den Hauptgewinn. Gewinn? Oh, was ist es? Ein Stromumkehrer. Na super. Das wollte ich schon immer haben. Okay. Eine Ente ist doch immer wieder schön. Ich will mein... Da ist ja noch das was. Ocelot, der Spielverderber unter den paramechanischen Bauteilen. Hey, Finger weg! Das sind die Gewinne für den Dart-Wettbewerb. Ich hab doch schon gewonnen. Na, mal raus aus der Bude. Bisschen frische Luft schnappen. Lotti! Zum Rasieren dabei? Nö. Gehen wir mal ins Dorf zurück. Okay. Wir haben ein Glück. Warte mal, wir hatten doch bei dem Nilbot. Hieß der Nilbot? Der hieß Nilbot, oder? Ich weiß es nicht. Ein Eiswürfelspender. Hey, man könnte die Flaschenbürste theoretisch nehmen. Wenn er sie nicht in der Hand hielte. Gut, zu Bernard Sutter. Wie kriegen wir denn jetzt hier ein paar Eiswürfel her? Kannst du das hier drunter stellen? Schön. Kein Bild, kein Ton. Ich muss wohl erst den Anschalter finden. Fach rechts, Fach links. Ein Fach für paramechanische Bauteile. Stromumkehrer, Verstärkungsglieder und so. Und wie das der Zufall will, haben wir so ein Ding sogar dabei. Das könnte passen. Aber wie rum? Ach, wird schon nicht so wichtig sein. Silbert Mount, lehn dich zurück und genieß die coole Atmo, Mann. Hey, oh yeah. Gleich beim ersten Versuch. Ich habe offenbar eine Glückssträhne. Eine Glückssträhne. Oh, danke, Mann. Das war echt okay. Ich glaube, ich sollte gehen. Weil wir uns nämlich jetzt eine Kartoffel holen. Okay. Mal. Na toll. Sie sind einfach in den Grill gepurzelt. So bekomme ich die Kartoffel niemals abgekühlt. Wie dumm. Früher habe ich immer Kartoffelastronauten gebastelt. Ich glaube, ich hätte es noch drauf. Na dann. Ich glaube. Okay. Das bringt also nichts. Nada. Niente. Wir denn? Suchen wir es doch noch mal am Chillbot. Yeah. Okay. Klappe auf. Nee, der ist für die Ewigkeit eingerastet. Super. Hier fehlt wohl ein passendes Gefäß. Dann packen wir das Glas mal drunter. Und haben wieder frische Eiswürfel. Danke, Mann. Das war echt nötig. Nichtsdestotrotz sollte ich wieder gehen. Dieser Chillbot ist mir ein wenig, suspekt. Bitte nicht! Dieses Gejaule habe ich schon den halben Abend lang ertragen. Entschuldigt, ich habe mich verklickt. Immer noch besser, als deine Visage im Blickfeld zu haben. Hey! Kartoffeln. Vielleicht können wir das Wasser einfach schmelzen.
Und so, ta-ta-ta-ta. Ich nehme Wasser. Das mit Wasser, das versuchen wir jetzt mal über die Kartoffel zu kippen. Professor Rufus präsentiert das Wunder des Wärmeaustauschs. Geil. Yay, ich habe eine. Ich könnte mich den ganzen Tag an Kartoffeln satt sehen. Könnte. Konjunktiv. Okay. Vielleicht sollten wir... Gut. Auf hohe Kartoffeln. Ich könnte mich den... Könnte. Bisschen fettig, aber sonst noch ganz brauchbar. Okay, Kartoffel. Wir haben noch hier eine Kartoffel-Halbiermaschine. Kartoffelhälften. Ich könnte mich den gar könnte. Ja, Konjunktiv, wissen wir. Vielleicht bräuchte ich sowas wie einen Imkerhut. Einfach nur, dass wir uns den das Wachs quasi holen können, um dann aber unbeschadet nicht von den Bienen zerstochen zu werden. Das wäre zumindest so die vorläufige Idee.